Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg. Zack, so, da kommt gerade wieder ein Regio und fährt hier ein in, wie heißen wir gleich nochmal? Also das Städtchen Coxhausen, genau. Und jetzt haben wir gesagt, wir brauchen natürlich noch eine Verbindung nach Dortmund zum Zentralbahnhof. Und das werden wir jetzt mal angehen. Oder haben wir uns das gestern? Ja, wir haben es glaube ich schon mal ein bisschen irgendwie uns betrachtet, aber gemacht haben wir glaube ich noch nichts. Es gibt dafür auch eine schöne Lokomotive, die ich verwenden möchte, eine ganz neue. Nämlich eine Lackierung des HC Davos für, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was das für eine Lok war. Weiß ich tatsächlich gerade nicht, aber eben der HCD. Ja, und das ist natürlich schon, das ist eine alte Kindheitsliebe von mir, der HC Davos. Ich sag nur Spengler Cup. Zwischen Weihnachten und Neujahr, jedes Jahr Spengler Cup, HC Davos, in Davos mit internationalen Mannschaften. Habe ich immer geguckt, in letzter Zeit leider nicht mehr so. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ich generell nicht mehr so viel Fernsehen gucke. Ich weiß es nicht. Also gut, von hier nach da. Wir schauen mal. Könnten wir eigentlich direkt verbinden? Wir können ja mal gucken, ob wir da nicht die Gleise eh schon haben. Wäre von Coxhausen aber gesagt, in die unperformante Gegend. Das muss man tatsächlich auch noch sagen. Hier in Dortmund. Hier sind so viele Züge unterwegs. Haben wir hier überhaupt noch freie Gleise? Also das wäre vielleicht auch noch etwas, was wir uns ansehen sollten. In dem Sinne nicht. Was wir hier haben, man sieht, wir könnten hier noch rein, da haben wir einfach auf der Gegenseite einen Zug. Und hier könnten wir auch noch rein. Wir schauen mal, was das Spiel macht. Wahrscheinlich eine Fehlermeldung, weil wir hier gar nicht reinkommen. Oder? Aha, in das Gleis rein. Ja, mach mal. Ich brauche mal schnell meine Linie 1. Die neue, das wäre die hier. Mal raus und dann schauen wir mal, wo geht das lang? Hier haben wir diesen hier, dann diesen. Okay, dann geht das hier runter. Einmal über die Stahlbrückenbrücke. Mhm. Dann macht's den hier. Geht hier rauf. Eine interessante Strecke. Hier ist, guck mal, der Metronom ist hier noch unterwegs. Aha, und dann geht's halt hier durch Zabakuk durch. Nee, das wollen wir nicht. Ja, und dann haben wir hier die Strecke, die wir letztens gebaut haben. Nee, das ist nicht, was wir wollen. Was gibt's für Alternativen? Wenn wir hier irgendwie unterwegs sind, dann führt uns das, entweder führt es uns hier auf die Brücke, auf die Umfahrung oder in den Bahnhof rein. Das funktioniert schon mal nicht. Würde heißen, eins rüber. Ja, da müssten wir hier Weichen machen. Das bremst je nachdem wieder Züge aus. Und die Frage ist natürlich, bringt das überhaupt was? Das geht dann auch hier rauf. Das geht in den Güterbahnhof rein. Nee, das funktioniert so nicht. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir hätten hier eine Brücke. Da kämen wir schon mal rüber. Müssten dann gucken, wie wir Richtung Dortmund kommen. Und müssen gucken, wie wir hier reinkommen. Gut, hier rein kämen wir. Da können wir hier lang. Wenn wir den hier machen, dann sind wir hier drin. Ja, da haben wir genau. Ach nee, brauchen wir gar nicht die Weichen. Guck mal, hier kommen wir ins rechte Gleis rein. Machen hier die Kurve. Ja, perfekt. Hier stehen halt schon welche. Das ist natürlich doof, weil, ja. Ja, und dann sind wir hier im linken drin. Bringt das was? Nee, das geht nämlich dann darüber. Das müssen wir nicht. Wir müssen nach da hinten. Man könnte natürlich jetzt einfach eine neue Brücke bauen, aber ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Da bin ich einfach kein Fan von. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, bestehende Brücken nutzen. Oh, wir sehen aber auch hier, ist halt einfach tatsächlich, ja, das sind zu viele Züge, die hier zu wenig Gleis nutzen wollen. Ich würde sagen, einen Fehler haben wir hier nicht. Oder haben wir hier einen Fehler? Wir verschieben mal ganz kurz die Linie 1. Nee, guck mal, hier der, ja, der bewegt sich. Also wenn sich der bewegt, dann stimmt das schon mit den Signalen. Es sind zu viele Züge. Es ist ein bisschen ein Kreuz. Dann müssen die hier halt ab und zu warten. Aber es fällt halt gerade auf. Der wartet, der wartet, der wartet. Hier hinten wird gefahren. Ich muss ja mal schnell die Linien haben. Wenn wir uns das so ansehen. Haben wir hier, allen Ernstes, ist noch ein Gleis frei? Was ist denn das hier? Warum ist denn das eingleisig? Kann ich mal die Linie haben? Welche ist das denn? Die gelbe. Hier, die Regio 5, Zabakuk Zentralbahn. Hof. Okay, nach Dortmund rein. Die muss mit Sicherheit nicht eingleisig fahren. Also das ist definitiv nicht die. Ach, macht sie auch nicht. Also das macht sie ja gar nicht. Okay, die kommt halt von hier dann zurück. Ja, aber das Gleis wird halt nicht genutzt. Also das ist natürlich irgendwie auch nicht ideal. Hier vorne kommt das dann wieder zusammen. Gut, das ist schon richtig in dem Sinne. Es ist ja zweigleisig. Also von daher, dann fährt der da lang. Ach so, dann geht er hier rein und dann geht er hier rein. Ja gut, das ist soweit okay. Wir haben sowieso auch noch Züge, die bei dieser Umfahrung, die wir gemacht haben, irgendwie glaube ich noch falsch fahren.
Werden wir uns auch noch ansehen. Aber jetzt würde ich schnell lieber gucken. Da steht halt schon wieder der nächste von der Universallinie. Da kommt einer, da kommt einer. Ja, im Endeffekt ist es halt wirklich so. Es sind zu viele Züge im Endeffekt. Im Endeffekt ist es so, genau. So, nochmal L. Ja, aber eben dieses eine Gleis, also das tut mir fast weh, dass das nicht genutzt wird. Warum wird das denn nicht genutzt? Hier vorne. Fährt der dann... Ach so, der fährt natürlich dann links weg, der fährt hier rechts weg. Ja, ich würde das mal so lassen. Wir hätten hier eigentlich auch noch Platz auf diesem grünen, auf dieser grünen Linie. Da haben wir die Holzbrücke neu gebaut. Wir haben auch hier, guck mal. Hier sind auch nicht allzu viele unterwegs. Wenn wir da irgendwie reinkommen, das wäre natürlich auch eine Option. Hier in die Gleise, dann kämen wir hier eigentlich rüber. Und dann geht es irgendwie, wie weiß ich auch noch nicht, aber irgendwie geht es dann nach Dortmund rein. Es ist sowieso hier nochmal weitere Züge raufsetzen. Ja, wir sehen auch hier stehen sie. Nee, ich würde hier tatsächlich davon absehen, weitere Züge raufzusetzen. Wie sieht es denn hier hinten aus? Ich glaube, hier ist besser. Ja, hier wird gefahren. Dann könnten wir doch gucken, dass wir hier irgendwie reinkommen. Ja gut, die fahren auch nicht. Jetzt haben wir aber auch noch ein Autosave, das zählt nicht. Wie kommen wir denn nach da hinten? Hier durch einen Güterbahnhof durch könnten wir, dann hätten wir hier diese Brücke. Da oben haben wir Coxhausen. Einmal hier runter, dann hier rüber. Und dann vielleicht tatsächlich doch durch den Güterbahnhof durch. Wie sieht das hier aus mit den Linien? Weil es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht durch den Güterbahnhof durch möchte. Sondern mir geht es darum, dass wir die Züge nicht aufhalten. Wir sehen aber, belegt ist hier tatsächlich halt auch alles. Also eine Durchfahrt hier ist keine gute Idee. Ja, dann müssen wir es anders machen. Und wie machen wir das denn? Es ist halt, wenn wir, wie soll ich sagen, wenn ich das Ganze mit Gleisen nutzen will, die wir haben, dann sehen wir, dann wird das schwierig. Weil die Gleise teilweise oder wirklich auch zu einem größeren Teil bereits dermaßen überbelegt sind, dass wir da nicht mal mehr fahren können. Aber eben, ich möchte eigentlich die Brücke mitnutzen. Und es wäre, es ist ja eigentlich nur eine Brücke. Im Prinzip ist es die oder die da hinten, wenn wir von hier kommen. Ja, dann nehmen wir die hier. Wie sieht es denn hier aus? Da fährt einer, da steht einer. Ja, sagen wir mal so, ein paar Linien haben wir hier drauf. Vor allem hier auf der Seite. Hier haben wir zwei drauf. Ich denke, das könnte man noch machen, dass wir da auch noch reingehen. Vielleicht nochmal ein, zwei Signale. Ich meine, die fahren, der fährt jetzt auch. Dann wären wir hier, gehen hier weg und da geht es eben Richtung Güterbahnhof. Dass wir hier vielleicht gucken, wie wir es anders machen. Also, jetzt machen wir den Nägel mit Köpfen. Wir schauen mal hier rein. Hier haben wir ein Gleis frei. Wir düsen hier runter. Jawohl, wir folgen mal der blauen Linie. Das wäre, wo haben wir sie? Die hier. Von Coxhausen nach Weißwasser. Also einmal den. Dann hier rauf. Einmal die Kurve. Ja, dann kommen wir hier in die Gleise rein. Ich möchte eigentlich... Ja, wir möchten ja hier rein. Wie kommen wir denn da rein? Indem wir hier... da bräuchten wir... Oh je, da brauchen wir wieder irgendwelche Weichen. Ich sehe es schon kommen. Also nochmal. Wir konzipieren das nochmal neu. Moment, von hier hinten kommen wir. Wir gehen hier rüber. Haben hier keine Weichen. Ich meine, die könnten wir bauen, weil wir wollen in das Gleis rein. Jawohl, dann haben wir hier zwei Gleise. Das führt uns hier auf die Brücke. Dann führt uns das hier rüber. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir hier nicht irgendwie eine Umfahrung machen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ist hier nicht eh schon einer? Was macht der denn? Moment, man reichen wir mal schnell diese Linie. Ja, der fährt hier schon durch. Und man sieht, der steht eben auch schon. Ja, jetzt fährt er. Aber er stand ein Momentchen. Ja. Dass wir hier eine Umfahrung machen. Das wäre tatsächlich, glaube ich, so falsch nicht. Und wenn wir dann hier hinten in die Gleise reingehen, dann führt uns das nach Dortmund rein. Das finde ich, das ist, glaube ich, der beste Weg. Gut, also, dann machen wir hier Folgendes. Wenn wir hier von der Brücke kommen, dass wir hier fädeln und hier unten rausgehen. Also, wir fädeln mal. Wir werden gleich sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe eigentlich schon und ich denke es eigentlich auch. Machen wir aber mit schnellem Gleis, würde ich vorschlagen. Finde ich tatsächlich die bessere Variante. Also, mal hier raus. Das klappt schon mal. Dann hier die Kurve. Ich denke, ihr seid damit auch einverstanden, dass wir hier nicht... was ist denn das jetzt hier? Oh, hier ist nochmal ein Gleis. Oh nö. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier eben nicht durch den Bahnhof durchdüsen. Allerdings, wenn hier natürlich ein Gleis ist, das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ja, das macht die ganze Geschichte nicht einfacher. Dann können wir das mit dem hier ausfädeln aber vergessen.
Wir könnten es anders machen, wenn wir hier zu einer Kurve ansetzen, hier auf eine Brücke gehen. Das fände ich eine schöne Geschichte. Oder hier unten früher ausfädeln. Das fände ich auch eine Menge. Ich guck mal, ich glaube, ich kriege halt die Kurve hier nicht hin. Wenn wir nochmal den Bagger nehmen und den hier machen. Doch ganz knapp funktioniert es, aber wir wollen ja auf eine Brücke rauf. Das hat natürlich auch was. Das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass wir uns hier auf die Brücke raufschlängeln. Also wir machen es ein bisschen weiter hinten. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Weg. Hoffe ich zumindest. Also mehr Weg müssen wir eigentlich haben. So, irgendwie so. Und jetzt hier die Biege. Ja, gefällt mir besser. Dann ist es nicht ganz so da dran. Das dockt sogar an. Das möchte ich aber nicht. Aber wir haben die Höhe nicht. Kriege ich jetzt die Höhe hier wieder nicht hin, dass ich hier eine Brücke hinkriege? Moment. Steigung haben wir. Wir schauen mal. Das geht irgendwie nicht, was wieder aufwärts geht. Irgendwie, wir bauen in letzter Zeit immer in die falsche Richtung. Vielleicht nochmal einen Kringel. Boah, aber so richtig auf Höhe kommen wir trotzdem nicht. Aber ich würde hier nochmal so einen Kringel machen. Ich finde diese Kringel einfach auch cool. Irgendwie, dass wir hier drüber gehen und dann hier über die Gleise. Ah, es wird aber wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ich baue es mal. Ja, da kommen wir dort halt wieder tatsächlich. Moment, aber jetzt haben wir auch irgendwie wieder nicht mehr die Steigung. Nee, da kommen wir dort ins Gleis rein. Oh, hier so rüber. Oh, das hat natürlich auch was. Und dann wieder zurück. Das könnten wir mal... Ja, wir testen es einfach mal. Wie sieht das aus? Wir bräuchten hier irgendwie das. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, darüber geht. Okay, jetzt hier eine Brücke draus machen. Ich mache das sogar ein bisschen... Ne, mache ich nicht. Ich wollte es ein bisschen kürzer machen. Da brauchen wir aber schon was, was gerade mal gar keinen Bauch hat. Sonst kommen wir dort ins Gleis rein, so wie das aussieht. Ja, geht aber. Machen wir doch so. So, wir wollen natürlich... Also, was wollen wir denn? Jetzt müssen wir eh noch mal gucken. Und das Ganze hätten wir dann gerne noch zweigleisig. Irgendwie hier diesen Kringel. Dann sind wir hier... Wir könnten natürlich jetzt hier auf eine Brücke darüber. Das gefällt mir aber nicht. Ich würde tatsächlich... Lass uns so einen Doppelkringel machen fast schon. Ich mach das mal. Moment, nochmal einmal. Achso, nee, das geht ja nicht. Das hätte ich gar nicht versuchen müssen. Aber so geht's. Und jetzt einmal hier die Kurve. Wenn es irgendwie geht, hätte ich dann gerne mal noch einen Pfeiler. Genau. So, ist natürlich wieder ein wildes Bauwerk. Aber, Leute. Wilde Bauwerke sind doch cool. So, brauchen wir hier nochmal Steigung? Ne, es müsste eigentlich reichen. Wir machen das mal so. Ein Damm aufschütten. Die Brücke. Ich guck mal mit aufschütten. Ich glaube, ein Damm ist hier nicht so wirklich cool. Ja, aufgeschüttet. Ja, doch, es hat schon was, weil dann die Brücke dort sozusagen besser zur Geltung kommt. Ich schütte hier mal auf. Und dann, ja, jetzt haben wir... Ich würde so machen, ohne nochmal einmal weiter rauf zu gehen. Wenn ich jetzt hier noch andocken kann, das funktioniert auch. Gehen hier wieder in die Brücke rein, da würde ich sogar eigentlich die gleiche nehmen. Wäre die hier? Ja, da kommen wir doch dort drüber. Es ist halt wirklich ein ordentliches Gekringel, aber eben, ich finde das interessant und cool. Einmal so und dann zwitschern wir da weg. Dann haben wir doch die Höhe. Und dann schauen wir uns das nochmal an, ob wir das nicht vielleicht zweigleisig hinkriegen. Wow, ja, also mir gefällt's. Eben, es ist natürlich klar, also sowas in der Realität würde kein Mensch bauen. Also das kannst du gar nicht bezahlen. Aber wir können's machen und deswegen machen wir's. So, wo wollen wir denn schlussendlich hin? Da runter haben wir gesagt, stimmt das? Nee, Blödsinn. Nee, wir wollen nach da hinten. Das war die Idee. Gut, dann ist die Ausrichtung ja eigentlich auch nicht so verkehrt. Bau das mal. Wir gehen mal nochmal eins runter. Ja, dann haben wir hier sogar nochmal ein kleines Aufsetzen. Finde ich sehr gut. Einmal den. So, na das ist doch mal eine Konstruktion. Wir gehen mal schnell raus. Also, wir kommen von hier. Nee, von wo kommen wir? Moment. Wo geht's denn hier raus? Ach, hier hinten. Jetzt habe ich ein völliges Durcheinander. Also, hier lang. Einmal hier unten durch, hier rüber. Und dann sind wir dort. Gut, also... Gucken wir mal, ob wir das mit dem zweiten Gleis tatsächlich auch hinkriegen. Wäre dann plus minus so. Jetzt steht halt gerade noch... Ja, Tag, Kollege. Jetzt steht halt gerade noch ein Zug auf der Weiche. Ich würde gerne gucken, ob die... Ja, ja. Die sieht gut aus so. Das können wir machen.
Hier kommen wir auch dran vorbei. Das müsste also zweigleisig, denke ich, auch funktionieren. So, mal den hier. So, dann haben wir für Dortmund oder für den Weg nach Dortmund aber schon eine relativ spezielle Strecke. Ist eh gut, weil diese HC Davos Lok, die ist eigentlich aus diesem RHB-Set. Und die RHB ist ja schon eher was, was tatsächlich ja, alpin ist. Sagen wir mal so, also sprich, ja, hier diese Höhegewinn, das passt ja zur Lok. Was Bau nicht möglich. Das hat nicht ganz geklappt. Jawohl, schön. Also machen wir das ja auch zweigleisig. Jetzt sollten wir hier aber noch schnell den Kollegen aktivieren, damit man da rüberkommt. Und dann sind wir hier. Und jetzt in welches Gleis wollten wir denn rein? Irgendwo da vorne, in das hier. Oder an das ran. Dann würde ich hier mit den Gleisen... Ja, das hier ist die Hybridstrecke, da machen wir nichts. Sondern wir gehen hier einfach ganz normal in die Richtung. Ja, dann haben wir dort nochmal eine Brücke. Ich würde das aber so machen wie hier. Dass wir da nochmal aufschütten und den Schnee haben. Oh, da fällt mir ein, genau, ich wollte eigentlich den Schnee rausnehmen. Ich hab's gewusst, dass ich's vergesse. Ich hab's wirklich fast vermutet. Ich hab's ja gestern noch gesagt. Sagen wir so, sobald ich dran denke, kommt der Schnee raus. Ist das okay? Ich hoffe mal. Aber wie machen wir das jetzt hier? Weil hier kreuzen möchte ich natürlich auch nicht. Ich fände es fast schöner, wenn wir hier vielleicht tatsächlich unten durchgehen. Allerdings, wir sollten dann irgendwann wieder raufkommen. Eine Kurve. Ja, da haben wir Straßen im Weg und so weiter. Das geht auch nicht. Was wir machen könnten, wäre hier zwischendurch. Und dann hier eine Kurve. Dann wären wir da auch an den Gleisen. Nimmt uns natürlich massiv Tempo. Gut, es ist kein Schnellzug. Aber ja, aber irgendwie hätte es natürlich schon was, wenn hier ein Zug lang fährt und hier da die Kurve macht. Kommt, wir machen das so. Das würde für uns nämlich heißen, wir könnten hier sogar ans Gleis ran. Machen wir mal so. Wo bin ich stehen geblieben? Hier hinten, das wäre das linke. Und dann haben wir gesagt, aufschütten. Dann gehen wir von dem Gleis aber relativ zügig wieder weg. Also wir schütten mal. Aha, ja, da müssen wir nochmal kurz was Separates machen. Also mit diesem komischen Knubbel da. So, einmal den, einmal diesen. Und hier hin. Angedockt, wunderbar. Wir wollen da nicht ins Gleis rein, logischerweise nicht. Weil das ist ja die Schnellzuglinie. Mir fällt da gerade noch was anderes ein. Oder habe ich das schon angesprochen? Eben, wir haben irgendwo ein falsches Signal. Ich glaube beim langen Güterzug. Wo sich die Güterzüge eigentlich angucken. Also das würde heißen, die könnten eigentlich gar nicht fahren. Ich glaube, das werden wir uns auch noch schnell ansehen. Jetzt werde ich das hier aber kurz bearbeiten. Ne, nicht mit dem, sondern mit dem Teil. Jawohl, dann kriegen wir hier diese komische Fels. Dingens weg. Gut, das sieht doch eigentlich nett aus. Ein bisschen Fels hier oben ist natürlich völlig okay. Gut. Was für ein Kringel hier. Hier könnte man auch noch was reinstellen. Kommt, hier stellen wir auch noch mal eine fette Kirche rein. Das finde ich immer schön bei den Teilen. Und wir haben da hinten eine kaputte Burg. Also wir haben da keine Kirche. Also können wir das tatsächlich machen. So, einmal. Was ist denn das hier? Ach, ein Floß. Ich dachte, das sei eine Kirche. Nee, denkste. Wo haben wir denn die Kirchen? Es ist immer wieder eine Suche hier in diesen Mods drin. Da haben wir sie doch. Was nehmen wir? Ich würde schon mal sagen, möglichst groß. Die haben wir, glaube ich, schon. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber die sind auch eher klein. Gut, das ist ein Monster. Boah, das würde natürlich auch gut hier hin. Komm, wir machen das Teil hier hin. Das hat ein bisschen was, weiß auch nicht, Russisches. Gut, also dann haben wir das hier. Darf man das überhaupt noch sagen? Ja, weil das ist ein Land. Man muss nicht immer per se daran denken, was die gerade machen. Das ist jetzt auch nicht ein Thema für Transportfieber. Ich wollte es nur schnell erklären, warum man das tatsächlich wahrscheinlich schon immer noch sagen darf. Kommt man hier runter? Ja, aber wohin damit? Hier ist halt irgendwie gar nichts. Also diesen Weg hier. Also der Eingang wäre es ja. Hier hinten ist eigentlich nichts mehr. Da ist es ein bisschen unterirdisch. Habe ich eigentlich die Kurve? Habe ich nicht aktiviert. Aha, mach doch hier eine Kurve. Ist doch eigentlich viel schöner. So, wir machen das mal so. Und jetzt gucken wir halt, wo wir mit diesem Weg hingehen. Also hier ist mal ein Bahnübergang. Das ist, denke ich, okay. Dann dort unter der Brücke durch. Mit diesem Gehweg. Aha, das funktioniert schon mal wieder sehr gut. Weil hier schon wieder ein Gleis ist. Hey, wo wir überall Gleise haben, wenn wir das ein bisschen runterdrücken, dann haben wir einen Tunnel.
Ja, das ist irgendwie auch nichts. Wie machen wir das denn am besten? Ich weiß halt auch nicht, wohin mit diesem Weg. Weil wir haben hier nichts. Ja, hier oben am ehesten. Sollen wir hier hin, dass man hier von diesem... Baumaterialfabrik zur Kirche kommt? Ja, aber man kommt dann wenigstens irgendwie hin. Also so falsch finde ich es nicht. Wo muss ich hin? Einmal nach da hinten. Allerdings nicht mit einem Tunnel. Das gibt einfach einen ganz normalen Weg. Ja gut, dann gibt es eben doch einen Tunnel. Außer, wir machen das so. Dann haben wir hier einen Fußgängertunnel. Ist doch auch in Ordnung. Da haben Leute dann irgendwie wieder Angst. Aber sie gehen ja in die Kirche. Also da kann man ja auch mal, wie soll ich sagen, ein bisschen optimistisch sein. Wenn wir jetzt hier den machen. Hier mit Brücke. Da hätte ich gerne die Steinbrücke. Das ist was selbstverständlich. Das ist ein Fußgängerweg. Hier vielleicht unten durch. Mal mit N. Ne, möchte mit N auch nicht. Und irgendwie... Ne, das geht auch nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht diesen Weg hier 3 Stunden lang hier anschließen, muss ich gestehen. Nochmal eine Brücke rüber. Nö, das würde ich tatsächlich nicht machen. Wir gehen hier mal irgendwie ganz runter. Dann kommen wir doch hier unten durch. Ja, dann geht das. Wir machen hier auch einen Kringel, Leute. Wir haben hier bei der Eisenbahn einen Kringel und jetzt gibt es hier einen Spazierkringel. So, einmal Höhe generieren. Jetzt haben wir allen Ernstes nochmal ein Autosave. Kommen wir hier irgendwie raus? Hier vorne kommen wir wieder raus. Ja, ist dann ein relativ weiter Weg, aber irgendwie, sagen wir mal so, wer in die Kirche will, muss hier halt auch ein bisschen Leistung zeigen. So, das wäre dann so. Dann mit der Kurve hier rüber und irgendwie da rein. Jawohl, dann haben wir das. Hier mit dem Bagger noch schnell. Und dann ist das hier der Weg in die Kirche. Beziehungsweise in die Richtung ist es der Weg hier zu dieser Fabrik. Hier kann man ja das Auto hinstellen. Und man kann, guck mal, hier kann man auch Züge gucken. Hier sind ja dann doch ein paar unterwegs von den Kollegen. Sehr schön. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Ach so. Ja, ich frage mich jetzt halt tatsächlich, ob wir vielleicht das mit Dortmund... Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ob wir das kurz zurückstellen. Und schnell gucken, wo dieses falsche Signal steht. Weil wirklich die... Der lange Güterzug, also die gucken sich halt an, die Züge. Ich würde sagen, wir unterbrechen das ganz kurz. Und suchen mal... Wie haben wir denn den Zug benannt? Ja, einfach 1,2 Kilometer langer Dingens, glaube ich. Da ist er doch. Mal schnell, Dingens vor allem. Gehen wir schnell raus. Und dann suchen wir das mal. Wo geht das los? Das sollten wir eigentlich relativ schnell finden, das falsche Signal. Hier hinten ist er unterwegs. Ne, hier ist er nicht. Wo ist er denn? In Oberbösa fährt er hier lang. Hier stimmt das Signal. Jawohl. Wir haben halt irgendwo in einem Bereich, dass das Signal hier steht. Und wenn hier die Züge kommen, dann bleiben die hier natürlich stehen. Das heißt, von hier kann dann keiner mehr durchfahren. Also es muss sowieso... Die fahren aber interessanterweise immer noch, obwohl das Signal eigentlich falsch ist. Wir müssen eigentlich nur die Ausfädelungen uns ansehen. Also hier diese Ausfädelung, die ist schon mal richtig. Der Rest von den Signalen her ist eigentlich egal. Dann wird das höchstens ignoriert, also da passiert nichts. Dann haben wir hier ein Signal, das ist auch richtig. Dann geht das hier lang, hier rüber. Wo geht denn das jetzt weiter hier? Das geht hier in den Berg rein und dann hier unten, okay. Ach, das wird im Tunnel drin dann irgendwie. Genau, das wird hier dann eingleisig. Ja, das stimmt, da stimmt das Signal aber auch. Da einmal hier rüber. Weil da war noch eine Timestamp dabei. Also sprich, ich habe eigentlich gesehen, dass da tatsächlich was nicht stimmt. Jetzt ist einfach die Frage, wo das war. Das ist auch richtig. Sag mal. Ich meine, die Züge fahren. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das stimmt schon. Aber ich habe doch gesehen, dass da irgendwie ein Signal falsch ist. Das stimmt soweit auch. Dann haben wir aber bald alle Ausfädelungen hinter uns. Dann geht das hier lang. Hier haben wir noch eine, ist auch richtig. Dann haben wir einen Block. Dann geht das hier ewig weit. Und dann stimmt das hier auch wieder, okay. Habe ich das irgendwie vielleicht im Video drin geändert? Also hier stimmt alles. Wir düsen nochmal nach Oberbösa. Dort haben wir angefangen. Moment, ich mache das mal weg. So, jetzt muss ich hier nochmal die Linie haben, bitteschön. Hier haben wir sie. Hier stimmt es ja auch. Dann geht das hier lang. Man sieht, der Zug fährt. Wo fährt er denn hin? Der kommt hier raus. Ach,
und dann sind wir eh hier. Ja, guck mal einer an. Also ich sehe da kein Signal, was falsch wäre. Aber ich muss wirklich auch sagen, ich habe eigentlich gesehen, dass da was nicht stimmt. Finde ich ganz interessant. Habe ich das vielleicht doch irgendwann später noch korrigiert? Offensichtlich. Naja gut, dann haben wir das wenigstens geklärt. Dann können wir nämlich hier wieder behende zurück nach Coxhausen. Und hier gucken, wie wir weiterverfahren. Wo sind wir denn stehen geblieben? Irgendwo, wir haben doch gerade so einen richtig schönen Kringel gemacht. Hier unten war das, genau. Hier mit, ich hätte fast gesagt, mit dem Schloss. Es ist nachweislich eine Kirche. Ja, das sieht ja schon irgendwie cool aus. Wenn hier dann die Züge durchdüsen, dann müsste man fast noch weitere Linien raufsetzen eigentlich, wenn man schon sowas hat. Gut, also hier kringeln, hier rüber. Genau, dann sind wir hier. Dann wollen wir hier aber eben nicht ins Gleis rein. Und wir würden gerne hier mal ein Momentchen andocken. Und dann aber wieder wegdüsen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Höhe, sonst muss ich das eh gleich wieder ändern. Genau, das geht hier runter. Ja, da kriegen wir... wie soll ich sagen, die richtige Höhe nicht. Ja, ich komme da nicht unten durch. Müssen wir anders machen. Ich kann hier nicht andocken. Das zieht uns sozusagen in die Höhe. Zumindest kann ich die ganze Zeit andocken. Wir müssen früher raus. Wäre dann, sagen wir mal so. Also, Gefälle haben wir. Ist okay. Und jetzt hier die Kurve. Das geht eigentlich. Jawohl, hier dran vorbei. Ist das das linke Gleis? Dann wird es nämlich stimmen. Jawohl, ist es. Kriegen wir hier die Kurve so hin, dass wir da unten dann in die Gleise reinkommen. Ich mache das mal. Ist wieder eine sehr interessante Strecke. Also irgendwie aus der Not heraus, dass man irgendwann fast keinen Platz mehr hat, entstehen immer wieder sehr interessante Strecken. Also jetzt das Teil hier mit dem Kringel, finde ich sehr cool. So, einmal den, dann nehmen wir dieses Gleis. Und wenn wir jetzt Glück haben, jawohl, kommen wir hier dran vorbei am Depot. Die Idee war schon in die Gleise rein oder an die Gleise ran. Wir gucken mal. Ich baue es mal. Nehme das mal noch mit. So, und jetzt, wir gehen erstmal ans Gleis ran. Da können wir immer noch ins Gleis rein. Ach, da ist wieder eine Steigung zu groß. Echt jetzt? Gut, haben wir eh so gebaut. Irgendwie Teile der Strecke. Ja, aber jetzt geht's. Gut, also machen wir mal. Und dann möchte ich mal schnell gucken. Hier sind ja eh Güterzüge unterwegs. Das sieht man hier relativ deutlich. Die können wir auch mal noch schnell mitnehmen. Ich sage immer wieder bei so längeren Bauphasen, also ich gucke halt ganz gerne dann auch mal wieder ein paar Zügen zu, wenn wir schon welche haben. Wo wollten wir denn jetzt lang? Also wir hätten die Möglichkeit hier lang zu düsen. Würde uns in den Güterbahnhof reinbringen. Okay, das wollen wir tatsächlich nicht. Das würde heißen, wir müssten hier die Kurve mitmachen. Gehen hier rauf, kommen dann hier in die Brücke rein. Und fahren dann am Bahnhof vorbei. Aha, okay. Wie kommen wir denn? Ja gut, dann müssen wir hier eine Ausfädelung machen. Von hier rüber. Beziehungsweise wir müssen nochmal schnell gucken, wo wir überhaupt rein wollen. Wo haben wir denn hier die Möglichkeit, tatsächlich noch mit einem Zug reinzugehen? Hier? Also das würde klappen. Dieses Gleis wäre eine Möglichkeit. Puh, ja, da müssen wir aber hier dann in die Gleise rein. Die, sagen wir mal so, die sind auch schon gut bevölkert. Wenn wir das hier mitnutzen. Hier wären freie Gleise. Ja, wo führt denn das hin? Das führt dann da rein. Das sind schon zwei Linien. Hier, das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, kommt, wir nehmen tatsächlich ein eigenes Gleis. Ich gucke nochmal. Hier ist voll, 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 voll. Hier haben wir eine Möglichkeit. Hier haben wir eine Möglichkeit. Und wir hätten bei der gelben Linie auch eine Möglichkeit. Vielleicht nochmal mit einer Brücke hier rüber und hier ins gelbe Gleis rein. Dann könnten wir die gelbe Linie 1 rüberziehen und hätten hier Ruhe. Das würde ich sogar gerne gleich mal machen. Das rüberziehen. Das würde heißen Terminals. Wo haben wir die gelbe Linie? Das wäre die. Die geht in die... Wo ist sie denn jetzt drin? In der 16. Dann müsste die in die 15 rein. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Wir versuchen das mal. Sonst kriegen wir halt eine Fehlermeldung. Dann sehen wir es ja. Ne, müsste passen. Schnell die Linien aufrufen. Jawohl, jetzt ist die gelbe Linie 1 rüber. Das heißt, wir kämen jetzt hier raus. Jo. Oder wir gehen in eine Brücke rein, die wir schon haben. Wobei, ich muss sagen, irgendwie hier eine Brücke rüber, finde ich jetzt rein von der Optik her auch nicht komplett falsch. Dass wir hier nochmal eine Brücke haben, die dann irgendwie so da runter geht. Hier vielleicht das Depot, je nachdem. Ja, das muss wahrscheinlich weg. Sonst kommen wir da nicht ins Gleis rein. Oder wir machen es anders. Wir opfern die Häuser.
Ich muss mal schnell was gucken. Komme ich hier raus? Da ist die Weiche zu früh sozusagen. Ja, aber Moment. Ne, da ist tatsächlich die Weiche zu früh. Aber die können wir natürlich versetzen. Das ist kein Problem. Das machen wir mal schnell. Sag einmal den. Dann haben wir dort ein Signal. Das muss weg. Dann muss das hier weg. Haben wir eine Fehlermeldung? Nö. Einmal da rein. Zack. Und dann gehen wir das noch hier hin, wenn es irgendwie geht. Ah, das geht jetzt nicht. Ich weiß nicht, andockt. Dann müssen wir eine Oldschool-Weiche machen. Machen wir die. Einmal so. Dann das Signal zurückgeben. Bevor hier die Züge irgendwie einen Käse machen. Dann wäre das hier. Gut, also, dann können wir doch hier ein Gleis nehmen. Und jetzt kommen wir hier raus. Jawohl. Ja, das Depot ist ja halt trotzdem irgendwie im Weg. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so clever ist, von der Richtung her zu bauen. Da kämen wir aber schon so runter. Dann würden wir dieses eine Teil hier kaputt machen oder vernichten. Und das Depot könnte stehen bleiben. Finde ich auch nicht so falsch. Mach das mal. Dann hier an die Straße ran. Hier unten durch. Ja, irgendwie wäre es fast cooler da lang. Aber das gibt halt wieder eine Kurve. Eine üble. Ja, wobei. Na kommt, wir machen das mal. Ich mache das eingleisig, diesen Bereich. Ich werde zweigleisig, sobald das irgendwie Sinn macht. Irgendwie hier ran. Das geht nicht, aber hier müsste irgendwo gehen. Da ist halt das Depot im Weg, das ist ganz klar. Und wir machen es halt so, weil wir wollen ja auf eine Brücke rauf. Ja, hier vorne wäre dann die Brücke. Ich baue das mal noch gar nicht, glaube ich. Doch, also ein bisschen nach da vorne ziehen können wir es eigentlich. So, einmal. Moment, will gerade nicht. Ich drücke Shift. So, dann geht das. Einmal diesen. Die Höhe könnten wir eigentlich... Ne, wir lassen es mit der Höhe. Wir können es ja nochmal korrigieren. Die Straße hier, die ist sowieso auch eher obsolet. Also die wird weichen, weil die ist auch wieder im Weg. Und dann hier die Brücke so rüber. Das wäre meine Idee. Ich gucke nochmal schnell. Wie sieht das denn aus? Wo sind wir denn stehen geblieben? Moment, hier die Umfahrung. Wo haben wir denn jetzt die Umfahrung? Hier. Genau, dann den hier. Dann hier tatsächlich in die Gleise rein. Diese Gleise mitnutzen. Und dann... Wo wollen wir die Brücke haben? Hier. Ja, und dann hier im Prinzip geraadeaus. Also, dass wir hier wieder, rausgehen. Hier haben wir ja noch die Kuckabahn. Und dann hier auf die Brücke rauf. Dann hier die Kurve und dann da unten rein. Ja, ich denke, das müsste funktionieren. Gut, dann wissen wir ja, was wir morgen bauen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen. War jetzt halt eine baureiche Folge, ganz klar. Aber ja, wenn du neue Linien machen willst, muss man auch ab und zu mal bauen. Und dafür haben wir jetzt einen Doppelkringel. Das hatten wir bis jetzt auch noch nie. Also von daher würde ich sagen, eine erfolgreiche Folge. Hoffe ich mal. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.